Moin John und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den 040 Barbecue Bros. Heute machen wir lecker Duroc-Karree vom Drehspieß. Das Ganze werden wir dann überwachen mit unserem Semit-Stick X, Y, Z. X. Der X, ganz wichtig, weil der hat die größere Reichweite. Dazu machen wir angegrillten Fenchel, eine Knoblauch-Rosmarin-Butter. Die wird nachher zum Bepinseln für das Duroc sein. Kartoffeln schneiden wir in Scheiben, würzen die so ein bisschen mediterran ab und frittieren das Ganze. Hinterher wird gewürzt. Werdet ihr dann ja sehen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon komplett mit dem Menü. Und dann geht das gleich los, wa? Und wir hoffen, dass das eine leckere Geschichte heute wird. Na sicher. Na, Prost. Prost. Brennt Bier, die Sonne schon wieder? Bier passt übrigens sehr gut zu dem Gericht. Wie zu allen anderen, die wir auch machen, ne? Lecker. Ja, viel Spaß. Geht los jetzt. Geht los. Fangen wir an mit unseren Kartoffelscheiben, weil die müssen noch ein bisschen wässern. Deswegen werden wir die jetzt schon mal schön in dünne Streifen schneiden oder in dünne Scheiben. In der Art so, dass das nachher so ein bisschen so dünn wird wie ein Chip. Also ich denke mal hier so 1 bis 2 mm oder auch 3. Hauptsache, die werden nicht ganz so dick. Das machen wir jetzt mit allen einmal. Dann werden wir sie einmal wässern. Circa 20-30 Minuten ungefähr, damit halt die Stärke ein bisschen rausgehen kann. Und dann machen wir mit den anderen Zeugs weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kommen wir jetzt zum Hauptdarsteller. Den Kollegen, den werden wir nur ein bisschen salzen. Das wird nur ein bisschen vorgesalzen. Wir haben nachher in der Butter auch noch Salz und dann halt Knoblauch, Rosmarin. Bisschen Olivenöl kommt mit in die Butter, damit sie ein bisschen geschmeidig bleibt. Wir haben das Fleisch ein bisschen vorpariert. Auf der einen Seite waren noch ein paar Knochenstücke. Die waren nicht ganz so sauber, die haben wir hier weggeschnitten. Ja, und damit sollte das erstmal so schon gewesen sein. Dann hauen wir das jetzt auf den Drehspieß. Den regle ich euch gleich ein. Ja, und dann kommt der Mieter rein. Und dann sehen wir uns wieder. Freund jetzt auf den Drehspieß gepackt. Der Heckbrenner ist an. Den haben wir auf volle Lotte. Schale da unter. Kommt gerade so hin, dass ich das Ganze drehen kann. Fehlerfrei. Leider hat der Metzger, der es zugeschnitten hat, hier einen kleinen Cut gemacht. Also es war nicht wir. Es ist jetzt so, wie es ist. Nimmt der Freude aber wohl auch keinen Abbruch. Also es wird trotzdem lecker schmecken. Das verspreche ich euch jetzt schon. Wir bereiten jetzt die Butter zu. Damit wir, wenn das so ein bisschen jetzt angeknuspert ist, das gleich schön einmal einpinseln können. Und dann bereiten wir den Fenchel vor und dann geht das weiter. So, für unsere Butter fangen wir an mit Knoblauch. Dann nehmen wir wieder 2 Monozehen. Die lassen sich relativ gut schälen, wenn man hier einfach einmal drauf kloppt oder halt so schön drauf drückt. Dann geht das richtig schön einfach ab. Einmal drunter.
haben wir wieder unser schönes Santos-Brettchen hier, wo der ganze Abfall direkt in die Schale kann. Schwuppdiwupp. Ja, hier schon ein bisschen rausgekommen. Man sieht das, wenn er nicht gequetscht ist, macht sich das halt relativ schlecht. Deswegen einmal anpressen, zack, geht ab. Ganz einfach. Unseren Knoblauch schön vorgequetscht. Jetzt nehmen wir unsere Presse, gehen einfach nur so einmal da drüber. Und man sieht hier so schön drin, da wird er dann schon richtig schön durchgepresst und macht sich gefühlt auch besser als so eine andere Quetsche, weil bei den anderen Quetschen, wenn du da zu viel reinmachst, dann kommt das alles oben raus und ja, ist halt nicht ganz so schön. Deswegen hier einmal quetschen wir jetzt einmal durch und dann sehen wir uns gleich beim Rosmarin wieder. Kommen wir zum Rosmarin. Den ziehen wir einfach nur richtig schön hier einmal ab. Immer gegen die Wachsrichtung oder gegen die Wuchsrichtung von den Blättern. Dann könnt ihr den richtig schön abziehen. Und dann müssen wir den einmal richtig schön fein hacken. Und dann kommt er auch mit in die Butter rein. Schöne Stängel übrigens. Entweder kauft ihr den oder idealerweise habt ihr den noch im Garten. Ein kleiner Tipp, wenn ihr die in einem türkischen Supermarkt kauft, kriegt ihr für euer Geld deutlich mehr als im normalen Supermarkt. Weil die arbeiten auch mit sehr vielen Kräutern und haben dementsprechend halt auch eine vernünftige Größe. Einfach immer zusammenschieben. Und dann immer schön klein hacken. Das mache ich jetzt mal ein bisschen, bis er schön klein ist. Und dann sehen wir uns wieder. So, der Rosmarin ist fertig. Wie man sehen kann, halt auch schön klein. Hat jetzt ungefähr eine Minute gedauert. Also, wie gesagt, immer mal mit dem Messer so durchgehen. Kommt er hier zu. Schon leicht Knoblauchbutter. Und dann nehmen wir Salz. Ich würde jetzt erstmal sagen, halber Esslöffel. Kneten wir das durch. Ist vom Vorteil, wenn die Butter dementsprechend schon ein bisschen warm ist, lässt sie sich deutlich besser kneten. Wir haben jetzt hier in Hamburg heute mal 23 Grad. Und dann geht das auch. So, wenn wir die ein bisschen vorgeknetet haben, nehmen wir noch einen kleinen Ticken Olivenöl dazu. Auch ungefähr einen halben Esslöffel. Müsst ihr jetzt nur einmal aufpassen, wenn ihr das denn untermischt. Nicht, dass euch das denn gegen die Klamotten spritzt. Ich schlucke mir jetzt mein Herz kurz. In meiner Brust schlägt ein Fenchel. Den werden wir jetzt einmal vorbereiten. Dazu schneiden wir einfach nur die Enden ein bisschen ab. Unten einmal den Strunk. Fenchel auch ein richtig geiles Gemüse. Kann man auch pur ganz gut wegknabbern, wer es mag. Meine Tochter liebt das. Bei mir hält sich das so in Grenzen. Und den versuchen wir jetzt einmal nur so aufzuschneiden. So. Dann haben wir das Ganze so. Und jetzt unsere Butter, die einfach nur göttlich riecht. Ich glaube, wir bringen nochmal ein Butterbuch raus, oder? Was sagst du dazu? Ja, sicher. Oh, Butter ist einfach toll. Und dann machen wir so einen Klecks drauf. Die Butter haben wir übrigens nochmal im Grill. Genau. Ein bisschen auf der Seite, weil der Backburner ja nur an ist. Den haben wir dann nur auf der Seite einmal ein bisschen noch mal weicher werden lassen. Und
Ja, sie ist perfekt geworden und sie schmeckt unglaublich gut. Absolut genial. Wir werden das Ganze dann gleich erstmal rauflegen, dass die Butter, also so rum rauflegen, dass die Butter schmelzen kann, einziehen kann. Und dann ganz zum Schluss werden wir das ein bisschen angrillen, also sprich die Temperatur ein bisschen hochregeln und ein bisschen Volldampf geben. Soll ich gleich nochmal das Duroc-Schwein ein bisschen beglücken mit der Butter, oder? Na sicher. Es hat leicht angefangen zu regnen. Wir sehen, ungefähr eine Viertelstunde ist rum. Es hat schon ein wenig Farbe bekommen und ich nehme jetzt einfach den Pinsel und lass das ganze Spiel hier einfach mal beginnen. Es zerläuft, es sieht auch mega, ey. Ja, Drehrichtung haben wir so gewählt. Kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Damit die Flamme das Ganze heiß macht, löst, das ganze Fett. Und dass das dann nicht gleich sofort runter tropft, sondern so ein bisschen die Drehung mitnimmt. Kerntemperatur 68 Grad ist angepeilt. Damit das Fett noch ein bisschen Zeit hat, sich so ein bisschen aufzulösen, zu schmelzen. Ja, mir läuft so das Wasser im Mund zusammen. Ich habe echt einen Mörder-Kohldampf. Und das riecht schon verdammt gut. Es riecht einfach so krass. Und jetzt mit der Butter, oh Gott. Schnell weg vom Grill. Ich nehme noch ein Stück Fenchel. Vielleicht hilft das so zur Überbrückung. Hilft immer. Ich nehme mal ein Bier. Eher nicht, ich trinke mal lieber ein Bier. Gib mir mal ein Glas, bitte. Also, Prost. Bis später. Prost. So, wir haben jetzt unseren Fenchel halbiert, mit Butter bestrichen. Das Ganze geben wir jetzt in eine Aluschale. In die böse, verteufelte Aluschale. Aber das macht gar nichts. Die Butter. Zum Glück hatte ich das am Finger. Ich sage euch eins, die ist so gut. Und die legen wir jetzt einfach hier an die Seite. Oha, jetzt hätte ich beinahe ganz Blödes gemacht. Die legen wir jetzt einfach hier mit an die Seite und hoffen, dass dann der Fenchel richtig gut durchgart und dann ja, passt gerade so. Ne? Wir müssen noch mal hier korrigieren, so. Und ja, mit der Hitze sollte das Ganze dann, wie gesagt, vorgaren. Ordentlich angaren. Oh, ist das geil. Und wenn er seinen Garpunkt erreicht hat, dann nehmen wir den nachher runter oder grillen ihn dann sofort an. Na, das Fleisch muss ja nachher auch noch mal so 10 Minuten, 15 Minuten ruhen. Und das ist dann die Zeit, in der wir dann den Fenchel richtig schön rösten können. Nochmal. Aber es ist schon echt Geruchsbelästigung. Das ist schon echt hart, ja. Ich bin auch gerade so schon wieder so. Was da für ein Duft rüberkommt. Ja, die Kartoffeln kommen ja auch noch, ne? Mhm. Action! Knopf in Action! So, wir sind kurz vorm Ziel. Unser Navigationsgerät auf dem Handy sagt noch 10 Minuten. Das heißt, wir werden jetzt einmal die Kartoffeln frittieren. Das Fett habe ich schon einmal vorheizen lassen auf ca. 170 Grad. Die Kartoffeln haben jetzt eine Stunde ungefähr im Wasser haben sie geköchelt. Geköchelt sei schon. Wir haben einmal gezogen, so dass sie halt die Stärke verlieren. Und jetzt werden wir sie alle nach und nach reingeben und frittieren. Und dann nachher kommt noch ein besonderes Topping drauf. Freut euch drauf. So, die erste Rutsche ist fertig. Wir haben sie jetzt weich, ca. 5 Minuten ungefähr, haben wir sie jetzt weich frittiert. Und das ist halt, ja, wir haben uns jetzt kurz dazu entschlossen, dass wir sie doppelt frittieren, halt wie bei dem Hähnchen, dass wir das einmal vorfrittieren, damit das halt gar wird und nachher diese zweite Frittierung, damit es kross wird. So, weiter geht's mit der zweiten Rutsche. So. Wir haben jetzt den ersten Frittierdurchgang geschafft. Alle Kartoffeln sind soweit gar.
Das Öl lassen wir jetzt nochmal richtig knackig aufheizen. Die Seite beim Fenchel haben wir ja schon angehabt. Der ist ordentlich ein bisschen gegart. Das Fleisch ist soweit fast gut. Das muss jetzt gleich nur noch mal ruhen. Den mache ich aus dem Backburner. Wir haben noch so insgesamt genug Resthitze. Die Seite haben wir volle Lotte aufgeheizt. Und jetzt machen wir eins. Jetzt grillen wir unseren Fenchel noch mal richtig schön an. Ja, das gibt auf jeden Fall ordentlich was. Oh yeah. Jetzt schmeißen wir die kompletten Kartoffeln in das heiße Öl. Legen, nicht schmeißen. Könnte sonst Aua machen. Die sind ja soweit schon gut gewesen. Also schön weich. Na. Wir sind soweit. Die Pommes sind fertig. Sie haben doch ein bisschen länger gebraucht als gedacht. Ich würde jetzt sagen, noch mal in der zweiten Rutsche doch so 10, 15 Minuten. Ja. Sind jetzt aber schön kross. Mo wird die jetzt einmal verfeinern. Genau, wir haben hier Udenheim Barbecue. Barbecue aus Rheinhessen. Ups, das Mediterran. Das ist auf jeden Fall eine gute Nummer. Da geben wir einfach mal so Bödenwert dazu. Schwenken das einmal durch. Oh, das riecht auf jeden Fall super gut. Genau, das sollte auf jeden Fall lang. So mediterrane Kräuter sind ja. Aua! Entschuldigung. Auf jeden Fall ein bisschen intensiver. Allerdings. Da ist das Duroc. Macht sich auch gut am Ellbogen. Nein. Und die Kartoffeln werden wir jetzt noch mal ein bisschen toppen mit Parmesan. Bringt auch gleich noch mal so eine schöne Salznote mit rein. Den reiben wir hier schön drüber. Ordentlich ein bisschen was. Ja. Und dann schwenken wir das Ganze noch mal durch. Mit der Resthitze wird der Parmesan sich noch mal so richtig schön zerteilen und zerlaufen. Ich denke, das sollte lang. Ja. Weg damit. Das Ganze schwenken wir jetzt noch mal durch. Das riecht gut. Das wird, glaube ich, ziemlich gut, ja? Ja. In der Zeit mache ich mal einen schönen Mittelschnitt. Ah. Ja, ist der Knochen noch am Weg? Ja, warte. Kommst du vorbei? Die sind ja immer ein bisschen widerspenstig, die Knochen. Uiuiui. Zerfleddern wir hier den halben Knochen. Das riecht aber so gut. So, jetzt habe ich auch den Knochen erwischt. Ja, Leute, man sieht. Guckt euch das an. Boah, sieht perfekt aus. Das ist richtig saftig. Oh ja. Den Fenchel. Warte. Schön angegrillt. Dazu, der ist auch nicht ganz weich, aber bissfest. So. Habe ich uns mal ein schönes Stückchen rausgesucht. Es sieht fantastisch aus. Kartoffle. Das sieht richtig gut aus. Ich bin noch mal echt gespannt, wie es schmecken wird. Ja, Leute, guckt euch das an, das geht wie Butter durch. Wir hier ist ja auch genau Butter dran. Genau. Dann muss das auch wie Butter durchgehen. Viel Butter hilft viel, ne? Genau, Fenchel. So. Ja, Leute, wir probieren jetzt einfach mal. Oh, ey, das ist butterweich, ja. Also wirklich. Boah, wie die Butter mit dem Rosmarin und dem Knoblauch durchkommt. Knusprig. Gar nichts anderes essen. Also die Butter mit dem Rosmarin und Knoblauch ist richtig in das Fleisch reingegangen. Es schmeckt richtig schön. Nicht zu doll, aber es hat die Note und es ist genau richtig. Das Fleisch ist
super saftig, super zart. Die Taler sind auch sehr, sehr lecker. Wer auf Hähnchen steht. Ja. Doch. Passt alles sehr, sehr gut zusammen. Schöne Gesamtkomposition. Hat zwar jetzt ein bisschen gedauert, aber sehr, sehr lecker. Willst du ein neues? Nö, alles gut. Ich brauche nur eins. Also das ist eine absolut geile Nummer. Das Fleisch ist super zart. Ja. Ja. Das, und nur mit dem Backburner, ne, muss man jetzt sagen. Genau, wir haben nur mit dem Backburner gearbeitet. Zum Schluss nochmal ein bisschen Seitenhitze für den Fenchel gehabt. Nachher zum Angrillen, aber da war das Fleisch ja schon raus zum Ruhen. Den Fenchel angegrillt. Was soll man sagen? Also ich muss sagen, die Taler, die Pommes-Taler, die haben etwas länger gedauert als erwartet. Genau. Also plant da locker 20, 25 Minuten ein. Ja. Also bis die groß werden, das dauert wirklich ein bisschen. Aber es lohnt sich, definitiv. Ja, sehr, sehr das lecker. Passt, wir richten das jetzt schön an. Und dann werden wir sehen, ne? Genau. Prost. Prost. So Leute, jetzt haben wir das ganze Menü fertig. Ich hoffe, man sieht es gut. Ja. Kartoffeln mega, Fenchel top angegrillt. Ja. Fleisch super saftig. Die Butter ist mega gut durchgekommen, auch wirklich bis tief ins Fleisch rein, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, wir haben es viermal eingepinselt in der ganzen Zeit. Wie lange haben wir gebraucht? Das Fleisch hat jetzt ungefähr 1 Stunde 40 Minuten. Oder 1,5 Stunden, 1 Stunde 40 so ungefähr gebraucht. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, 3-4 Mal eingepinselt. Die Butter hat richtig Intensität. Ja. Die Kartoffeln haben ein bisschen länger gebraucht. Wie gesagt, plant so 20, 25 Minuten ein. Vorher 1 Stunde wässern, leicht gesalztes Wasser, dass die Stärke da ein bisschen raus kann. Ja. Der Fenchel ist mega. Fenchel ist eine Granate. Ja. Also einfach ein bisschen Butter drauf. Schön vorgegart, zum Schluss nochmal schön angegrillt. Jo, wir setzen uns jetzt rein, lassen uns das schmecken. Ihr macht das nach, schreibt uns, wie euch das gefallen hat. Und jo. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann können wir nur sagen, bis zum nächsten Video. Eure 040 Barbecue Bros.